Gran Canaria. Da wäre es jetzt wärmer. Na komm. Jetzt guck die nach rein an. Oh, ja, das ist was Besseres. Das Armband, ist das irre. Oh, ich möchte nicht wissen, wie teuer das ist. Ich brauche das nicht zu wissen. Sowas bekommt man ja geschenkt als Frau. Als Frau? Hast du das gehört? Ich glaube, ich heirate nicht. Frauen werden mir zu teuer. Ein hübscher Rahmen. Ob der echt Silber ist? Meiner ist schöner und viel größer. Wann nimmst du es denn auf? Mal sehen. Du, sie haben auch nicht mehr so viel Zeit. Es muss ja auch noch auf 13x18 vergrößert werden. Meinst du, dass sie sich freuen? Bestimmt. Ist ein sehr schönes Geschenk. Und gleich für beide zusammen. Ich habe immer noch nichts für Bern. Ich auch nicht. Ist ja auch schwer. Der hat ja schon alles. Wir haben es viel einfacher. Wir können so viel gebrauchen. Guck mal, gerade haben wir von ihm gesprochen. Von wem? Na, von Werner. Der macht auch Weihnachtseinkäufe. Hallo, Werner. Meinst du denn, dass wir ihn dabei stören können? Warum denn nicht? Ist doch nichts für uns. Leider. Was soll denn das, diese schrecklichen Gürtel? Ach, das sind ja meine. Aber reizende Kinder, wirklich. Kommt herein. Wo wartet denn? Ja, bei Weihnachtsmahl. Hi, Werner. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Sagt ihr das zu dir? Was hörst du doch? Oh, sind die für Mutti? Ja, welche gefällt euch am besten? Hm? Ich glaube, die schon. Nein, die hier. Quatsch, die natürlich, die musst du nehmen. Ja, von der Tochter hat einen guten Geschmack. Ja. Dir gefällt auch immer nur das Teuerste. Aber du hast recht, das ist wirklich schön. Gut, packen Sie die an. Hm? Ja, aber das muss unter uns bleiben. Nichts Mutti verraten. Nein. Und so was machen wir doch nicht. Sag auch nichts, kein Wort. Kein Wort, noch hoffentlich. So viel gibst du für Mutti aus? Wie viel denn? Sei doch nicht so neugierig. Soll ich es weihnachtlich einpacken? Ja, bitte. Ich hol's aber erst ganz kurz vorm Fest. Bei Ihnen ist es sicherer. Wir haben kein Safe im Haus. Lohnt sich ja nicht. Bei dem bisschen Schmuck, den Mutti hat. Das wird sich jetzt ändern. Ich habe nämlich auch etwas Schönes für Mutti. Wo? Oh, das ist ja interessant. Wo hast du dir das her? Aus dem Kaufhaus. Donnerwetter. Da kann ich ja mit meiner Kette einpacken. Aber Werner, die ist doch nicht echt. Aber, wäre gar nicht drauf gekommen. Sagen Sie, haben Sie in Ihrem Geschäft auch etwas, das so wunderschön funkelt? Nein, so etwas führen wir nicht. Na, siehst du? So etwas gibt's nicht überall. Ich habe Mutti etwas Echtes gekauft. Einen französischen Lippenstift. Ja. Die Farbe ist zwar nicht mein Geschmack, aber Mutti liebt ja so altmodische Töne. Ja gut, deinen Lippenstift kann sie ja nicht mehr benutzen. Ein Glück. Hast du schon das Geschenk? Ich hab etwas sehr Schönes. Guck mal. Markus. Ah, du hast doch nichts gesehen, Werner. Nein. Nein, nein. So, bitteschön. Herr Schumann, ich bedanke mich. Gut, ich danke auch. Komm dann vorbei. Gerne, Herr Schumann. Wiedersehen. Lass ich mit deinen Einkäufen fertig? Ich ja. Jedenfalls für heute. Wir gehen da hin. Im Parkhaus steht das Auto. Auf Wiedersehen. Und eine Empfehlung an die Frau gemacht. Danke, mach ich. Das heißt, lieber nicht, sonst ahnt sie etwas. Was erzählst du mir denn da? Puzzlei bin ich für jede Unterbrechung dankbar. Ich sticke Monogramme in 3 Oberhemden, mein Weihnachtsgeschenk für Werner. Habe ich anfertigen lassen, ja? Nach Maß, ja, nur vom Feinsten. Und dann ist die Stickerin krank geworden. Da habe ich mir leichtsinnigerweise gedacht, was die kann, kann ich auch. Ja, nun sitze ich da. Danke, dem geht's gut. Und der ist schon den ganzen Tag unterwegs, liefert Entwürfe ab. Die Kinder? Sind in der Stadt. Na, komisch, nee, ist auch nicht nach Weihnachten zumute, überhaupt nicht. Aber das sagt man ja jedes Jahr. Und dann, wenn die Lichter brennen. Weißt du was, auf Franziskas Gesicht freue ich mich schon ganz besonders. Es ist ihr erstes Weihnachtsfest. Ja. Du wirst Augen machen, meine Süße. Aber ich gebe sie dir mal. Kleinen Moment. Guck mal, was ist das für was?
Ja, Franzi. Ja. Ja, guck doch mal. Hast du sie eben gehört? Ja, so prattelt die den ganzen Tag vor sich hin. Werner behauptet immer, er versteht jedes Wort. Naja, ich lasse ihn in dem Glauben. Ne? Ja, du müsstest die beiden jetzt mal sehen, Franziska und du. Das ist so süß. Ja, und die ist überhaupt nicht eifersüchtig. Die liebt die Kinder, alle vier. Dass du ihnen schenken kannst. Am besten, ich sehe mal auf dem Wunschzettel nach. Ja, ich rufe dich dann an. Ach was, ich komme bei dir vorbei, da können wir ein bisschen quatschen. Ja. Wie, du rufst von unterwegs an? Du wohnst im Hotel? Wieso denn das? Bist du nicht dein Ernst, Bille? Bist du ganz sicher? Ja. Ja, ja. Nein. Ach, komm doch her, am besten gleich. Was geht nicht? Na gut, morgen Nachmittag, ja, ja. Es tut mir so leid, wirklich. Es wird schon wieder gut, Bille. Ja. Werner kommt. Du, ich muss die Geschenke verstecken. Ja, tschüss, tschüss, Kopf hoch. Tschüss. Füße abputzen. Ja, ja. Hast du was gesagt? Nö. Entschuldige, du, ich hab dich gar nicht begrüßt. Guten Abend, Liebe. Diesmal meinst du mich? Ja, natürlich. Wen denn sonst? Hallo, Mutti. Hallo, Tanja. Hi. Tag, seid ihr mit Werner gekommen? Tag, Große. Sag mal, wart ihr verabredet oder habt ihr euch zufällig getroffen? Zufällig, ne? Ich weiß, wo wir waren? Wo? Beim Weihnachtsmann. Mensch, nein, sag doch. Ja, dann halt doch mal deinen Schnabel. Mutti, du kriegst das ganz toll. Wir gehen schon mal nach oben. Wir haben noch was zu erledigen. Ja. Also, eine halbe Stunde gibt's Abendbrot. Ja! Also, ich finde, Franziska wächst überhaupt nicht. Natürlich wächst sie. Ich glaube, am liebsten möchtest du schon morgen mit deiner Tochter ausgehen. Mhm. Wir beide, was? Wenn wir zwei zusammen erst mal tanzen. Ja, da bist du im Pensionsalter und deine Tochter tanzt mit einem, der 50 Jahre jünger ist. Dir tanzt sie dann höchstens auf der Nase rum. Was, die können doch heute alle nicht mehr tanzen, nicht? Aber da haben wir ja Gott sei Dank noch viel Zeit. Übrigens, Billa hat angerufen, sie will sich von Alfons trennen. Warum das denn? Alfons hat eine neue Freundin. Schon wieder. Ich verstehe gar nicht, warum sich Bille darüber aufregt. Ist doch nicht das erste Mal. Aber diesmal scheint sie ernst zu sein. Sie ist sogar schon von zu Hause ausgezogen. So, nur sie wird wieder einziehen. So, meine Süße, jetzt gehst du wieder in dein Ställchen. Ja, Papa, du musst nämlich noch etwas tun. Hm? Jetzt noch? Ja, ja, leider. Mir muss was Neues einfallen für die Diätschokolade. Du weißt schon, also ich bin in einer halben Stunde wieder oben. Ja, deine halben Stunden kenne ich. Ich beeile mich. Hoffentlich. Ja? Kann ich Franziska mal mit nach oben nehmen? Ganz was Neues, deine mütterlichen Gefühle. Wieso denn? Wir wollen nur mit ihr spielen. Die ist doch so süß. Bitte, Mutti. Ja, aber höchstens 10 Minuten. Das reicht, danke. Ja. Komm, Franziska. Mutti, ich habe noch ein paar Blitzlichter. Ja? Ich kann die nicht finden. Na, die liegen hier in der Schublade. Hast du gestern liegen lassen, als du Lulu fotografiert hast. Was willst du denn jetzt schon wieder knipsen? Das verrate ich nicht. Ihr würdet mich freuen. Das ist überhaupt tolle Geschenke. Soll ich dir mal sagen, mit welchem Buchstaben Mais anfängt? Nein, lieber nicht. Mann, so kriege ich das noch raus. Oh, das glaube ich nicht. Ich könnte es nicht tragen. Mann, gut, dass du rauskommst. Na endlich. Franziska wird schon ganz unruhig. Hast du wenigstens das Blitzlicht? Hab ich. Ihr seid viel zu weit auseinander. Markus, warum rückst du nicht an Anja ran? Wahrscheinlich hat er Angst. Vor dir. Aber Angst kann man wirklich bekommen bei deiner Kriegsbemalung. Halt's Maul. Davon verstehst du nichts. Könnt ihr mal lächeln? Nur für 2 Sekunden. Bitte. Also nicht! Komm, schnell. Hast du dir wehgetan? Nein, überhaupt nicht. Komm. Ich war so, weil ich hab Bommel vergessen. Komm, Bommel, du musst zur Familie. Ich bin gleich wieder da. Ach, den Leser kann sich ja kaum noch bewegen. Komisch, nicht? Hat ja nicht so viel zu fressen. Ich finde, sie ist dünn geworden. Vielleicht hat sie Rheuma. Du solltest den Käfig nicht zu nah ans Fenster stellen. Wenn ich sie in die Ecke lege, hat sie viel zu wenig Sonne. Du machst schon. Franziska wird ja ganz unruhig. Ja. Lächeln!
zur Sicherheit. Tom, Markus, Tanja, sofort herunter! Was hat der denn? Dicke Luft. Meinst du? Wir kommen gleich! Nicht gleich, sofort! Mann, ist der aufgeregt. Mach ruhig noch eine Aufnahme, dann hat er Zeit, sich abzulegen. Was ist jetzt? Wird's bald! Warum schreist du denn so? Warum, warum? Weil mich das wahnsinnig macht. Dabei wissen die Kinder ganz genau, dass sie nichts aus dem Studio nehmen sollen. Komm doch mal rein. Was fehlt denn nun schon wieder? Ausgerechnet meinen Lieblingsstift. Den hat bestimmt Tom genommen. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Was ist noch weg? Mein Klebstoff. Ich wette, den hat Tanja. Aber wie kommen die Kinder dazu? Ich gehe ja auch nicht in ihre Zimmer und bediene mich einfach. Und dann meine Entwürfe. Da war auch jemand dran. Die sind total durcheinander. Ich habe ja Markus gleich gesagt, dass dir das nicht recht sein wird. Was? Ja, er hat heute Vormittag seinen Freunden dein Studio gezeigt. Wie bitte? Willst du damit sagen, dass er hinter meinem Rücken meine Studioführungen veranstaltet? Die waren neugierig. Er will halt ein bisschen angeben mit dir. Ja, mein Gott, er ist ja stolz auf dich. So? Na ja, also. Aber ich möchte wenigstens gefragt werden. Konnte er ja nicht, warst ja nicht da. So, jetzt hole ich mir den Stift und den Klebstoff, die können was erleben. Ach, Werner, du bist in letzter Zeit so gereizt, das ist ja furchtbar. Wenn was fehlt, brüllst du sofort in der Gegend rum. Ich will ja keine Vorwürfe machen, aber um die Kinder kümmerst du dich auch nicht so wie sonst. Sag mal, wie kannst du so etwas sagen? Ja, überleg doch mal, wann hast du das letzte Mal was mit ihnen unternommen? Da vorhin, ich war doch gerade vorhin. Vorhin, ihr habt euch zufällig getroffen. Und neulich habe ich mit Tanja Jeans gekauft. Neulich, ja, ja, das ist jetzt ungefähr, ja, sagen wir mal, 4 Monate her. So, und wer ist mit ihnen ins Kino gegangen? Du wolltest. Ich kann ja nichts dafür, wenn jeder einen anderen Film sehen will. Da sind wir hin zusammen chinesisch essen gegangen. Liebling, du hast wirklich großes Talent zum Familienvater, aber du nimmst dir zu wenig Zeit dafür. Meinst du? Anna, ich habe den Stift auf den Tisch gelegt. Die Kleber auch. Entschuldige bitte. Ja, ist ja gut. Aber das nächste Mal fragst du. Bestimmt, mit dem kann man sehr gut zeichnen. Ja, das weiß ich, das muss ich ja auch. Wir haben ja Tanne. Du, hör mal, sag der Frau Hoffmann, sie soll bei mir unten saugen. Die Kinder haben einen derartigen Schmutz hereingebracht. Frau Hoffmann hat morgen frei, ich mach das schon. Tom, das gibt Löcher! Riecht aber so gut. Sag mal, der Junge kokelt so gerne, der zündet uns noch einmal das Haus über den Kopf an. Tom, du gibst mir jetzt die Streichhölzer. Ja, und möchte ich nicht. Warum gibst du deiner Mutter nicht die Streichhölzer? Werner, das kann ich doch nicht. Wieso? Oder nehme ich besser an mich. Muss jetzt weitermachen. Was habt ihr denn beide für Geheimnisse miteinander? Das verrate ich nicht. Aber es ist ja bald Weihnachten. Schon wieder ganz woanders. Ja, stimmt. Aber dort, wo ich jetzt war, das wird euch auch gefallen. Wo? Ja, ich habe mir da vorhin was überlegt. Seht mal, wir sind doch diesen Sommer nicht verreist, weil Franziska noch so klein war. Aber ich finde es an der Zeit, dass wir jetzt alle zusammen etwas unternehmen sollten. Was haltet ihr davon, wenn wir Weihnachten verreisen? Prima, Werner! Klasse! Eine tolle Idee. Kannst du den weg? Wenn ich mich ranhalte? Ich weiß natürlich nicht, ob wir noch ein Quartier bekommen, aber ich gehe morgen gleich zum Reisebüro. Aber stellt euch vor, Weihnachten im Gebirge. Im Gebirge? Ja. Ich würde ein kleines, süßes Hotel aussuchen, ganz oben, damit wir auch Schnee haben. Nee, das finde ich doof. Wieso doof? Nicht in die Kälte. Können wir nicht irgendwo hinfahren, wo es warm ist? Wenn wir fliegen, könnten wir auch Franziska mitnehmen. Was hältst du von Fuerteventura? Oh ja, Mutti! Oder Gran Canaria. Da haben wir vorhin gerade ein Plakat gesehen. Ja, am Schaufenster vom Reisebüro. Ganz gelber Strand. Was denn? Weihnachten in der Badehose? Na, ohne mich. Sie wollen jetzt noch auf die Kanaren? Über Weihnachten? Na, Sie sind vielleicht Optimisten. Das ist doch alles längst ausgebucht. Seit Monaten schon. Oh. Kann man denn da wirklich nichts mehr machen? Ja, versuchen kann man es ja mal, aber große Hoffnung. Da wird gerade gesprochen.
Hatten Sie denn schon ein bestimmtes Hotel im Auge? Ja, das hier. Hier. Beheizter Süßwasserpool, geräumige Bar und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Vor- und Nachspeisenbuffet. Es hört sich ja so an, als ob er bei mir nichts zu essen kriegt. Wir haben doch gar keine Ahnung. Also für mich kommt nur das hier in Frage. Das hat 5 Sterne. Exklusive Hotelanlage für einen anspruchsvollen Gast. Was spinnst du? Ja, das ist auch nicht ganz billig. Ja, das dachte ich mir. Dafür hat es eine schicke Diskothek und einen Schönheitssalon. Na, da macht ihr mal keine falsche Hoffnung. Wunder können die auch nicht vollbringen. Halt's den Mund. Und das ist schöner. Viel schöner. Nicht mal mit Buffet, auch mit Bidet. Werner, was ist das? Bidet heißt das, aber das erkläre ich dir später. Komm, setz da mal hier, ja? Hier in der Bungalow-Anlage, so. Da könnte noch was frei sein. Allerdings nur mit Frühstück. Nein, da müsste meine Frau ja kochen. Wir wollen sie alle erholen. Von meiner Küche? Nein, aber du sollst nicht am Herd stehen. Du sollst in der Sonne am Strand. Bei uns gibt's Ermäßigung. Bei einem mitreisenden Kind spart man bis zu 100%. Wir sind 4 Kinder auf dem 400%. Ach du meine Güte, ich muss ja gehen. Sonst steht Bille vor verschlossenen Türen. Ah, jetzt ist frei. Oh, Brett Schneider. Ja, liebe Frau Semisch, hier vor mir steht eine Familie. Schumann. 2 Erwachsene, 3 Kinder, 1 Baby. Die wollen über Weihnachten noch auf die Kanaren. Ja, alle Mann. Ach, sehen Sie doch mal nach, ob es da noch irgendwo eine Möglichkeit. Ach, was? Na, das ist doch. Ja, einen kleinen Moment. Da ist eben gerade eine Familie zurückgetreten, in ihrer Größenordnung. Der Vater ist von der Leiter gestürzt, komplizierter Oberschenkelbruch. Ein ausgesprochener Glücksfall. Ja, aber nur für uns. Welches Hotel ist es denn? Das, was ihr Fräulein Tochter ausgesucht hatte. Ach, das Teuerste. Ja, was kostet das so ungefähr für uns alle? Ja, Frau Semisch, halten Sie mir das mal kurz fest und auf keinen Fall weggeben. Ich rufe Sie gleich wieder an. Also, das waren 3 Zimmer. 3? Ja, der Herr hatte ein Einzelzimmer für seine Tochter gebucht. Na, siehst du, dann brauche ich wenigstens nicht mit den Kindern schlafen. Ja, Werner, wenn wir uns eben zu Weihnachten nicht so teure Sachen schenken. Zu spät! Du wirst dich vielleicht freuen, Mutti! Sei doch mal ruhig. Frau Brettschneider kann ja gar nicht rechnen. Ja, ich bin schon fertig. So. Hier, bitte. Oh Gott, nee. Na, Franziska? Genehmigt? Liebling, ja. Nein. Gut, genau. Ach. Das war zu viel für mich. Du weißt, ich bin kein weiblicher Hotel und ich rase mich gleich vor Eifersucht zum nächsten Scheidungsanwalt. Aber ich bin in letzter Zeit auch sehr viel unterwegs gewesen. Die Damen, die Alfons bisher mit seinem welken Charme beglückt hat, das waren ja auch alles kleine Mädchen. Von irgendwo er kam und irgendwohin wieder verschwanden. Die jetzige ist bei ihm angestellt. Kassiererin im Supermarkt. Weißt du, was das für mich bedeutet? Ich kann mich doch in der Firma nicht mehr sehen lassen. Die lachen sich doch tot über mich. Der Alte betrügt seine Alte schon wieder mit einer Neuen. Und die ist 20 Jahre jünger. Als Alfons? Nein, als ich. Bist du denn ganz sicher, dass Alfons was mit dir... Angie, er war bei ihr oben in der 4. Etage bis 2 Uhr früh. Das hat mir der Privatdetektiv berichtet. Und für nichts und wieder nichts steckt Alfons keine 4 Treppen hoch. Lässt deinen Mann überwachen? Also, Bille, muss ich dir sagen, das finde ich schrecklich. Ja, ich auch. Erst seitdem ich ihn zufällig mit ihr gesehen habe, in einem Café in der Nähe der Firma, da wollte ich einfach wissen, was los ist. Händchen haltend. Alfons hat auf sie eingeredet wie ein Kaufmann, der einer Kunde dann den angestaubten Ladenliter andrehen will. Naja, sowas Ähnliches ist er ja auch. Hast du Alfons denn zur Rede gestellt? Natürlich. Ich habe ihn im Geschäft angerufen. Alfons, habe ich gesagt, Alfons, du betrügst mich. Ich weiß das genau. Bille, muss das alles wirklich sein? Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ich weiß noch ganz genau, wie mir damals zumute war, nach der Scheidung. Da saß ich plötzlich ganz alleine da, mit den Kindern. Da musst du aber ran. Wir haben ja keine Kinder. Eben. Du bist dann ganz allein. Wir haben Freunde. Tja, ihr. Aber davon wird nur ein Teil zu dir halten. Ja, das ist auch so ein Punkt. Die Leute, mit denen Alfons geschäftlich zu tun hat, die will natürlich nur ihn einladen. Mit der Neuen. Ah, stehst du plötzlich draußen vor der Tür. Ach was. Das Leben geht weiter. Hast du mal einen Sherry? Mhm. Du hast doch Werner gefunden. Tja, aber so ein Glück. Das ist wirklich ganz selten. Die Zeit davor möchte ich nicht zurückdenken. War ich nicht sehr glücklich? Bille, ich weiß, was in dir vorgeht. Aber vergiss nicht, du bist 22 Jahre mit Alfons verheiratet.
Genau 20 Jahre zu viel. Damals hätte ich mich scheiden lassen sollen. Damals, als das mit der Blondine passiert. Aber da habe ich mich ja von Alfons einwickeln lassen. In einen grauen Breitschwarz. Man ist eben immer viel zu gutmütig. Dabei hatte ich damals gerade den Piloten kennengelernt. Den netten, weißt du? Der flog im Berlin-Verkehr und auf mich. Naja, vorbei. Jetzt hat der von der dritten Stewardess schon das vierte Kind. Du und Alfons, der war damals eifersüchtig, ich sage dir. Sag mal, das Kind schläft ja gar nicht. Das ist mir aber peinlich vor der Kleinen. Jetzt hat die Franziska alles mit angehört. Tröste dich, sie kann ja noch nicht drüber sprechen. Na, du, man weiß nie. Ja, lach nur, meine Süße. Komm du erst mal in mein Alter. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir doch Kinder haben sollen. Naja, erst drehte sich alles ums Geschäft, weißt, und dann wollte ich auch nicht alleine bleiben, wenn Alfons verreist. Und plötzlich stellt man fest, dass irgendwas fehlt. Naja, sonst habe ich ja wirklich alles nicht. Kleider, Schmuck, Pelze, jede Menge. Unser Chalet in der Schweiz, den Bungalow in Spanien, schöner Haus hier. Bella, ich will ja Alfons wirklich nicht in Schutz nehmen, obwohl ich ihn sehr gern habe. Naja, nicht nur du. Aber nein, nein, das ist vorbei. Du bist da nicht ganz unschuldig. Willst du dir nicht noch mal überlegen? Außerdem, Alfons wird auch irgendwann mal älter. Ja, aber nicht ruhiger. Es wird immer schlimmer. Jetzt sieht er schon das Ende der Fahnenstange. Dann nimmt er noch alles mit, was er kriegt, sagt mein Anwalt auch. Oh Gott, der wartet ja schon seit einer Viertelstunde auf mich. Tschüss, meine Süße. Es war schön, dich mal wieder richtig auszusprechen. Ich ruf dich morgen an. Ja, ich bin nicht noch raus. Was ist denn, du gehst schon? Ja, ich hab sogar sehr eilig, du. Angie kann dir dann alles erzählen. Moment, ich helfe dir. Danke, danke. Übrigens, wenn du Alfons sehen solltest, sag ihm bitte, dass ich ihm nichts mehr zu sagen habe. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Tschüss. Mach's gut. Ja. Kopf hoch. Grüß dich, lieber Alfons, der hat's nötiger als ich. Du, entschuldige, wenn es hier so aussieht. Warte, ich hole dich. Ich hätte dir so gern was zum Trinken angeboten, aber ich habe kein sauberes Glas mehr im Haus. Stell dir vor, unsere Raumpflegerin, die hat mich plötzlich verlassen. Ein Unglück kommt selten allein. Ja, aber warum machst du auch immer solche Dummheiten? Warum? Was kann ich dafür, Werner, wenn die Mädchen auf mich fliegen? Ich meine, außerdem hat das mit meiner Liebe zu Bille überhaupt nichts zu tun. Ja. Vera betet mich an. Werner, die betet mich. Das tut gut. Das tut wirklich sehr, sehr gut. Und außerdem ist die Sache völlig harmlos, leider. Vorläufig ist ja, wirklich harmlos. Also, wenn es so harmlos wäre, warum hast du es dann zugegeben? Naja, ich kann ja Bille nicht belügen, ist ja schließlich meine Frau. Haha, entschuldige, dass ich lache, ja? Ich weiß, dir ist nicht danach zumute, aber... Ja, was meinst du, was mich das heute wieder gekostet hat? Du kannst dir gar nicht vorstellen. Hier, warte, wo habe ich denn den Ring? Hier, guck mal, für Bille. Schau mal, hier. Ich verstehe nichts davon, aber... Hier. Aber sag, aber das ist ja mindestens... Also mindestens ein 2-Karäter. Hm? Schön, nicht? Ja. Das ist ein teurer Trostpflasterstein. Wenn ich bloß wüsste, wie Bille drauf gekommen ist. Also, Vera und ich, wir sind so vorsichtig gewesen. Manchmal habe ich das Gefühl, Bille, die hat das dritte Auge oder zumindest das zweite Gesicht. Aber was? Sie hat dich mit der Frau gesehen. Das kann sie gar nicht. Ja. Kann gar nicht sein. Ja, doch, ein Café. Nicht? Und dann hat sie einen Detektiv engagiert und der hat beobachtet, dass du... 2 Uhr früh bei ihr. Das kann gar nicht stimmen. Du, also, entschuldige mal, Vera und ich, wir haben uns immer nur in der Mittags... Achso, das meint sie. Ja. Das meint sie. Das völlig harmlos. Völlig harmlos. Da war die ganze Zeit der Mann mit dabei. Der Mann? Ja. Du meinst der Mann von der Frau, mit der du... Frau Behnke. Behnke. Meine Kassiererin. Ein Ass an der Kasse, sag ich dir. Wirklich ein Ass. Plötzlich stimmt die Abrechnung nicht mehr. Warum? Weil sie angefangen hatte zu trinken. Jetzt habe ich sie ins Gebet genommen. Stellt sich raus, ihr Mann, nicht? Ihr Mann hat sie betrogen. Stell dir mal vor, der betrügt seine Frau, dieser Idiot. 33-jährige Frau. Bildhübsch. Na du, den habe ich vielleicht ins Gebet genommen. Nicht? Halbe Nacht habe ich bei denen zugebracht. Aber jetzt stimmt die Kasse wieder. Das kann wirklich nur mir passieren. Meine Frau will sich scheiden lassen, weil ich eine Ehe in Ordnung bringe. Dann ist ja Alfons diesmal tatsächlich unschuldig. Ja, also mit der Frau hat er nichts gehabt. Komisch. Bille wollte es ja auch nicht glauben, aber Alfons schickt morgen Herrn und Frau Behnke zu ihr ins Hotel und wenn die alles bestätigt haben, dann will sich Bille mit Alfons treffen, an einem neutralen Ort. Also bei uns, habe ich vorgeschlagen. Da bin ich froh. Der Gedanke wäre für mich furchtbar, wenn die beiden sich trennen würden. Und außerdem könnten wir sie nie wieder zusammen einladen. Aber... Aber?
Du hast das vorhin so merkwürdig betont. Was? Mit der Frau hat Alphonse nichts gehabt. Sondern eine andere? Wie kommst du denn auf sowas? Ach, würdest du mir ja sowieso nicht sagen. Ihr Männer haltet doch zusammen. No, ihr Frauen vielleicht nicht. Schau, die beiden sollen sich versöhnen. Und dann, was soll das Alphonse und seine Mädchen? Liebe ist etwas mehr als 4 nackte Füße im Bett. Meine sind übrigens eiskalt. Ja, dann komm mal rüber. Ja, Moment. Moment. Wie heißt das? Leg dich zu mir, du kommst mir sehr gelegen. Was ist denn das her? Ist das jetzt so wichtig? Nein. Ja. Liebling, leider mag ich dich noch immer. Na, dann ist ja gut. Was? Ja, dass du ausgerechnet mich genommen hast. Also, das kommt sehr ungelegen. Das ist vielleicht Bille. Hallo, Schumann? Ah, Onkel Rudolf. So was. Guten Abend, Angie. Entschuldige, dass ich euch so spät noch störe, aber passiert? Nein, nichts ist passiert. Oder doch? Aber kein Unglück. Eher im Gegenteil. Naja, wir beide haben uns eben erst entschlossen und ihr beide sollt die Ersten sein, die es erfahren. Wir werden heiraten. Das ist ja... Was? Onkel Rudolf will heiraten? Nein, wen? Die Traude. Traude? Gratuliere! Wir kennen uns schon etliche Jahre. Ihr habt es ja miterlebt, wie die Josefa sich immer geärgert hat, wenn ich am Abend noch einen Sprung in die Wäscherei hinübergegangen bin. Ja, ja, sie ist eines von den Wäschermädeln. Die älteste, aber natürlich die hübscheste. Was die Josefa dazu sagt? Gar nichts. Die kommt erst am Wochenende wieder. Ihre Schwester feiert einen runden Geburtstag oder so etwas ähnliches. Wenn die etwas von uns geahnt hätte, die hätte uns doch keine Minute allein gelassen. Naja, ich werde heute meinen ganzen Mut zusammennehmen, ne? Angie, wir hätten gern, dass ihr Trauzeugen seid. Wir kommen, klar. Ja, wann? Wann? Wann wollt ihr denn heiraten? Donnerstag vor Weihnachten, um 23:30. Oh je, noch vor Weihnachten. Naja, wir überlegen's. Die Großen sind sicher ganz wild drauf. Du, Angie, überlegt schon. Onkel Rudolf, wir rufen dich morgen an und sagen dir Bescheid, ja? Gute Nacht. Und grüß deine Traudel unbekannterweise. Von mir auch! Die Kinder werden natürlich jubeln. Aber wer bleibt denn bei Franziska? Frau Hoffmann macht das schon. Die kann doch so lange hier wohnen. Der Onkel Rudolf, hast du das erwartet? Nein. Obwohl, der hat immer schon gewusst, was gut für ihn ist. Jetzt sind meine Füße warm. Ja? Jetzt brauchst du mich ja nicht mehr. Doch, ich brauch dich immer. Ich weiß schließlich auch, was für mich gut ist. Der arme Junge. Tom war beim Frühstück schon so aufgeregt. Warum schläft denn Bommel heute so lange, hat er gesagt. Das tut er doch sonst nicht. Was ist denn mit Bommel? Ist etwa... Mausetot. Was machen wir denn jetzt bloß, wenn Tom das erfährt? Das darf er nicht. Ich bringe ihn einfach weg. Aber die fragt doch sicher nach ihm. Ja, dann werde ich ihm sagen, mir wird schon was einfallen. Aber wohin mit ihm? Die Müllleute kommen erst morgen. Wir können doch unseren Bommel nicht einfach so in den Mülleimer nehmen. Wir haben begraben. Unten im Garten. Ja, aber wo denn? Ich weiß, bei Tanja steht doch so ein hübscher Schuhkarton. Ja, das ist gut. Ach, Frau Hoffmann, holen Sie ihn mal bitte. Ja. Oh Gott, weißt du, so ein Tierchen hat keine lange Lebenserwartung. Damit kannst du Tom aber nicht trösten. Meinen Sie den hier? Ja. Und wir legten jetzt rein? Ich kann ihn nicht anfassen. Ja. Ich auch nicht. Das ist gut. Zuerst hatten ihn alle gern und jetzt traut sich ihn keiner anzufassen. Naja, also. Einmal, ne? Tja. Bald fertig. Die Kinder müssen jeden Moment aus der Schule kommen. Ja, gleich. Das ist eine Arbeit. Der Boden ist ja gefroren. Das Loch muss ja mindestens 50 cm tief sein, sonst buddelt Lulu Bommel wieder aus. Jetzt reicht's, glaube ich mal. Ist dir denn inzwischen eingefallen, was wir Tom sagen? Ja, ich werde mir erzählen, dass ich Bommel zum Tierarzt gebracht habe und dass der gesagt hat, wir sollen ihn dort lassen, da hat er eine bessere Pflege. Na gut, aber damit schieben wir es ja eigentlich nur auf. Ja, also inzwischen kaufe ich dann ein Meerschweinchen, das Bommel ähnlich sieht. Und das kommt dann
lustig und munter zurück. Du glaubst wirklich, Tom merkt das nicht? Nee, also, ich will es hoffen. Und der Doktor hat ihn gleich behalten. Ist das so schlimm? Das hat er nicht gesagt. Nein, aber er will ihn beobachten. Weißt du, ob die Medikamente helfen? Da kann ich ihn dann besuchen. Also, vorläufig nicht. Ja, also, das wäre jetzt nicht gut, da wird er sich wieder aufregen. Armer Bummel. Das gibt es doch gar nicht. Dr. Emmerich nimmt doch kein Tier in Pflege. Ja, in unserem Fall hat er eben eine Ausnahme gemacht. Bommel ist ja auch nicht irgendein Tier. Eben. Aber der Dr. Emmerich hat gesagt, Bommel wird sich wiederholen. Und zwar so, dass du ihn gar nicht wiedererkennen wirst. Mutti, kann ich nach oben? Aber wir essen doch gleich. Ich habe keinen Appetit. Darf ich? Bommel ist tot, stimmt's? Bitte, Mar. Er macht ja nicht ein bisschen viel Theater. Ich meine, Meerschweinchen ist auch nur ein Tier. Nur ein Tier? Hast du das gehört, Lulu? Und sowas will ein Mensch sein. Hallo, Werner! Hallo! Werner, du gehst auf jeden Fall weg. Ja, nur für einen Moment. Ich muss rasch was abliefern. Billy ist schon da. Warte, ich sperre dir auf. Das ist nett, danke dir schön. Rote Rosen für Billy? Nee, gelbe für Angie. Billy bekommt ja mich. Ja, und ein Zweikaräter. Nee. Du, ich bin doch nicht verrückt, nicht? Der bleibt in der Tasche. Weißt du, ich habe mir das auf der Fahrt hierher überlegt. Wenn ich ihr jetzt den Ring gebe, nicht, dann ist das wie ein Geständnis. Und ich habe nichts zu gestehen. Bringst du den wieder zurück? Nee, den behalte ich für alle Fälle. Nee, man weiß ja nicht, was noch mal kommt. Das Leben ist bunt. Hallo. Tag, ja. Na, grüß dich. Ja. Ja, das ist... Achso, hier. Du, für dich. Für mich? Für dich. Oh, Rose. Oh, die sind aber schön. Vielen Dank. Mhm. Dankeschön. Ja. Gehst du schon mal rein? Ich hole deine Marke. Verzeihen, oder? Ach, was soll das? Ich meine, warum fragst du, warum immer dieses Misstrauen? Ich habe hier was für dich. Danke schön. Danke. Weil du mit Frau Behnke nichts gehabt hast. Und was ist mit Vera? Ich habe auch was für dich. Hier. Gefällt er dir? Oh. So eine Sauerei. Tom, hast du meinen Schokarton genommen? Nein. Komisch, das verstehe ich nicht. Da war mein ganzer Schmuck drin und irgendjemand hat den ausgekippt. Na, ich werde mal Frau Hoffmann fragen. Tanja, ich habe vorhin die Bilder abgeholt. Ich bin prima geworden. Willst du sie angucken? Frau Hoffmann, haben Sie irgendwo meinen Schuhkarton gesehen? So ein hübscher Karierter, ja, den haben wir doch gebraucht. Gebraucht? Wofür? Na, für Bommel. Dein Vater hat ihn doch darin begraben. Bommel in meinem Schuhkarton? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nicht so laut, Herr. Einmal, mindestens 20 Mal. Hallo, Tom. Hallo. Du, ich habe gehört, ihr verreist? Ja, gleich zweimal, ne? Deshalb freust du dich denn gar nicht? Hm? Doch, sehr. Mutti, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Ja, natürlich. Aber allein. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Was hast du denn da?
Wo habt ihr Bommel begraben? Wie kommst du denn darauf? Werner hat dir doch gesagt... Ihr habt ihn begraben, ich weiß es. Im Garten liegt er. Warum habt ihr mich denn beschwindelt? Weil wir dachten uns... Wir wollten nicht, dass du traurig bist. Dass ich traurig bin? Ach, Mutti, was hättet ihr vielleicht machen können, als ich noch ein Kind war? Aber jetzt... Du hast recht. Wir werden dich nie wieder beschwindeln. Ich wusste ja, dass Bommel nicht in Ordnung war. Er war ja auch schon sehr alt. Ob er heute Morgen schon tot war? Glaub ja. Das ist gut. Da war er wenigstens nicht allein, als er... War er nicht. Mutti, zeigst du mir mal, wo er liegt? Hm. Komm, zieh dir aber was an. Ja. Das war eine ziemlich lange Unterredung, ne? Mhm. Ein schöner Stein. Ja, ne? Wie sieht denn die Vera eigentlich aus? Ach, Bille, komm mal. Nicht so gut wie du, lange nicht so gut wie du. Ich meine, auch die Figur ist es also überhaupt nicht mit dir zu vergleichen. Bille, das war eine Poussage, nicht? Das war nicht mal ein Flirt. Das ist im Grunde genommen eine vollkommen unwichtige Angelegenheit. Okay? Komisch. So eine unwichtige Angelegenheit ist dir so viel Geld wert? Oh, Bille, du bist mir das wert. Du, nicht? Komm, jetzt holen wir deine Sachen und fangen wir nach Hause. So wie Angie zurückkommt, ich muss sowieso noch meinen großen Koffer packen. Ich fliege morgen nach Ibiza. Das... Allein? Nein. Und doch nicht etwa mit einem Piloten? Natürlich. Ohne Piloten fliegt doch die Maschine nicht. Na, wie läuft's mit der Versöhnung? Weißt du was? Tom ist dahinter gekommen. Was, mit Bommel? Ja. Und? Schlimm? Sicher. Aber hat's nicht gezeigt. Da sieht man mal wieder, dass man die Kinder unterschätzt. Die wollen, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Ganz tapfer. Fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte Tränen im Auge und war so vernünftig. Mal reingehen? Na, da werden wir nicht drum rumkommen. Nee. Na, du? Frau Schumann ist ganz traurig. Sie merkt schon, dass sie verreisen. Ja, Tiere spüren das ganz genau. Wir beide bleiben ja hier. So, nehmen Sie mir mal die Kleinen. Ja, kann ich Ihnen stelle ich Ihnen jetzt. Ja. Meinen Sie, Herr Schumann geht heute noch mal ins Studio? Nee, bestimmt nicht. Dann sauge ich da mal was. Ja, gut. Mutti, was ist denn? Guck mal, Mutti, ich brauche unbedingt einen neuen Bikini. Wieso? Denn dein roter geht doch noch. Ist das dein Ernst? Du bist doch völlig unmodern. Viel zu viel Stoff. Damit kann ich doch auch dran kommen. Da schämt man sich ja. Ja, wenn wir aus Wien zurück sind. Oh, kaufe ich mir einen Tanga. Ja, also Tanga nicht. Ist das so einer bloß mit einer Schnur hinten? Bei deinem dicken Bartwurst. Ich kann mir das erlauben. Weil du dich nicht von hinten kennst, das wird aussehen. Au, Backe. Du, ich bin immer noch stark. Aber ich bin schneller. Markus, hol dir jetzt endlich deine Sachen runter. Ja. Zack, zack. Mutti, ich frag Werner, ob er mir den Tanga kauft. Nein, den bekommst du von mir. Ich will nicht, dass Werner dauernd so viel Geld für euch ausgibt. Wieso? Dazu ist er doch verpflichtet. Er hat uns doch geheiratet. Aber es muss ihm ja nicht unbedingt leid tun. Oh Gott, ob das schon Werder ist? Hast du jetzt endlich deine Sachen fertig? Noch nicht ganz. Also dann beeil dich. Mein Gott, das geht aber schnell mit dem Tag. Oh, guten Tag, Frau Schumann. Ach, das ist ja eine Überraschung. Frau Rabe. Poppe. Wie? Ich heiße jetzt Poppe. Wissen Sie, ich war gerade zufällig in der Gegend und da dachte ich mir, guckst mal rein und siehst, was Herr Schumann macht. Tut mir leid, mein Mann ist gar nicht da. Oh. Wir sind nämlich im Aufbruch. Wir wollen verreisen. Ach, wie schön für einen Schumann. Ja, das wird ihm gut tun, so viel wie er immer arbeitet. Ich, und da will ich Sie auch gar nicht lange aufhalten. Kaffee hätte ich Ihnen ja gern gekocht. Auch den könnte ich mir ja zur Not noch selber machen. Hier wird sich ja nicht so viel verändert haben in der kurzen Zeit. Da ist ja auch Luluchen. Ja, Luluchen, kennst du mich gar nicht mehr? Ja, ja, und mager bist du geworden, mein Gott. Dir fehlen meine Läppchen, ne? Ja, Lulu hat jetzt eine richtig gute Figur. Und richtig grau ist sie geworden, richtig grau.
Ja, Gott, wir werden ja alle nicht jünger, ne? Also, ich fühle mich eigentlich ganz rüstig. Sie müssen mich jetzt wirklich entschuldigen, Frau Rabe. Ja, Sie haben ja auch Herrn Schumann geheiratet. Bei so einem Mann muss man ja auch jung und glücklich bleiben. Dem Mann ist wirklich sehr gut getroffen. Und der ist mit mir. Darüber haben Sie eigentlich noch nie nachgedacht. Ah, doch, doch. Ich habe schon damals gesagt, Herr Schumann, habe ich gesagt, die Frau Graf, das ist eine zum Heiraten, habe ich auch zu Doris gesagt. Ja, und sie passen ja auch so gut zusammen. Und dann die netten Kinder. Ja. Herr Schumann, habe ich gesagt, durch die Kinder werden Sie noch mal jung. Da kann ich mich gar nicht erinnern. Nicht? Aber bitte, über unsere Ehen können wir ja denn mal nach dem Urlaub sprechen. Ja. Aber Sie sind doch inzwischen auch gut verheiratet. Ja, ja, Gott, gut. 15 Jahre lang haben wir ja gut zusammengelebt. Doch das muss ich sagen, kein einziges böses Wort ist gefallen in der ganzen Zeit. Aber kaum waren wir auf dem Standesamt. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Nee. Nach all dem, was ich für den Mann aufgegeben habe, hat er zu mir gesagt, hättest du bloß die Stellung bei Herrn Schumann nicht aufgegeben, dann wärst du wenigstens 8 Stunden aus dem Haus. Dann bräuchte ich dich nicht den ganzen Tag zu ertragen. Stellen Sie sich das mal vor, hat er wirklich gesagt. Kann ich gut verstehen. Was? Ich meine, kann ich gut verstehen, dass einem das wehtut. Ja, ja, Sie müssen mich jetzt wirklich entschuldigen, das Päckchen ist doch sicher für meinen Mann. Auch der hat mir ja noch ganz andere Sachen an den Kopf geworfen. Ich würde immer so ein beleidigtes Gesicht machen. Also, stellen Sie mal vor, Entschuldigung, alles möglich kann man von mir behaupten, aber doch nicht, dass ich ein beleidigtes Gesicht mache. Das kann man wirklich nicht. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Entschuldigen Sie, Frau Schumann, haben Sie den Teppich schon gebraucht? Nö. So was soll ich den denn müssen lassen? Hier hat sich anscheinend doch einiges verändert. Als ich noch hier war, da war der Teppichschau immer da, wo er hingehört. Herrgott, nicht jedem ist Ordnungssinn gegeben. Frau Schumann, ich will mich ja nicht aufbringen. Ja, ja, ich weiß, das war nie Ihre Art. Können Sie mir mal helfen? Aber ja, gerne doch. Ich meine nur, falls Sie nicht auskommen, im Haushalt meine ich. Du blödes Ding. Also an mir soll es nicht liegen. Und die, was ist mit den Mörtel? Ja, die braucht er nicht einzupacken, die legen wir lose ins Auto. Ja, meine Telefonnummer haben Sie doch, nicht? Also Mäntel, Schuhe, Strümpfe, Jungen, ja, und ich meine, ich bin ja nicht so jung wie diese Frau. Ja, wie Sie schon sagten, jünger werden wir ja alle nicht, außer Schumann natürlich. Ja, aber ich traue mir noch alles zu. Das wird mein Mann sein. Entschuldigen Sie bitte, Frau Hahn. Poppe eigentlich. Wir kommen. Kinder, Werner ist da, holt eure Sachen runter. Na los, macht schon. Ach, Frau Rabe, das ist aber nett. Ja, gut sehen Sie aus. Danke. Ich habe im Moment leider keine Zeit für Sie. Ich muss um 3 Uhr an der Grenze sein. Spätestens. Herr Schumann, Sie sollten sich aber nicht immer so hetzen. Das ist gar nicht Sie gut für Sie. Sie haben vollkommen recht. Ich bin gleich wieder da. Guten Tag, Frau Rabe. Wir haben es leider ganz einig. Poppe, heiße ich inzwischen. Tag, Kinder. Jetzt müssen doch die Koffer ins Auto. Moment, den nehme ich. Den Koffer gibt mir rein. Hier, ja, komm, steig schon ein. Was ist denn? Nein, lassen Sie mich, das geht schon. Oh, Herr Schumann, was sehe ich denn? Sie haben ja ein neues Auto. Ja, was sagen Sie? Oh. Ein Geburtstagsgeschenk meiner Frau. Ach, tatsächlich? Ja. Also es tut mir leid, dass wir so zwischen Tür und Angel... Herr Schumann, das ist doch nicht Ihre Schuld. Das nächste Mal rufe ich einfach früher an. Ja, nicht? Das ist besser so. Also machen Sie es gut, Frau Ja, Sie Arbeit. Aber auch, Herr Schumann. Und fahren Sie vorsichtig. Ja, also, ich habe Ihnen ja einen Kuchen gebacken. Oh. Sie wissen schon, den Sie immer so gern essen. Das ist die ganze aber lieb. Zeit halte ich ihn in der Hand. Ja, also haben Sie gleich was hier unterwegs, danke. Nicht? Ja. Es ist in der Tat sein Lieblingskuchen. Mein Lieblingskuchen? Den ist der doch gar nicht. Niemand hat ihn je gegessen. Doch, Frau Rabe und Doris. Psst, die Frau meint's doch gut. Frau Rabe meint das immer gut. Das Schlimme ist nur, sie glaubt sich selbst jedes Wort.
Kanarien. Da wäre es jetzt wärmer. Na komm. Jetzt guck die nach. Nein, an. Oh, ja, das ist was Besseres. Guck mal, das Armband, ist das irre? Oh, ich möchte nicht wissen, wie teuer das ist. Ich brauche das nicht zu wissen. Sowas bekommt man ja geschenkt als Frau. Als Frau? Hast du das gehört? Ich glaube, ich heirate nicht. Frauen werden mir zu teuer. Ein hübscher Rahmen. Ob der echt Silber ist? Meiner ist schöner und viel größer. Wann nimmst du es denn auf? Mal sehen. Du, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Es muss ja auch noch auf 13x18 vergrößert werden. Meinst du, dass sie sich freuen? Bestimmt. Ist ein sehr schönes Geschenk. Und gleich für beide zusammen. Ich habe immer noch nichts für Bernd. Ich auch nicht. Ist ja auch schwer. Der hat ja schon alles. Wir haben es viel einfacher. Wir können so viel gebrauchen. Guck mal, gerade haben wir von ihm gesprochen. Von wem? Na, von Werner. Der macht auch Weihnachtseinkäufe. Hallo, Werner. Meinst du denn, dass wir ihn dabei stören können? Warum denn nicht? Ist doch nichts für uns. Leider. Na, was soll denn das, diese schrecklichen Gürtel? Ach, das sind ja meine. Aber reizende Kinder, wirklich. Kommt herein. Wo wart ihr denn? Na, bei Weihnachtsmahl. Hi, Werner. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Sagt ihr das zu dir? Das hörst du doch. Oh, sind die für Mutti? Ja, welche gefällt euch am besten? Ich glaube, die schon. Nein, die hier. Quatsch, die natürlich, die musst du nehmen. Ja, von der Tochter hat einen guten Geschmack. Ja, die gefällt auch immer nur das Teuerste. Aber du hast recht, ist wirklich schön. Gut, packen Sie die an. Hm? Ja, aber das muss unter uns bleiben. Nichts Mutti verraten. Nein, und sowas machen wir doch nicht. Sag auch nichts, kein Wort. Kein Wort, noch hoffentlich. So viel gibst du für Mutti aus? Wie viel denn? Sei doch nicht so neugierig. Soll ich es weihnachtlich einpacken? Ja, bitte. Ich hol's aber erst ganz kurz vorm Fest. Bei Ihnen ist es sicherer. Wir haben kein Safe im Haus. Lohnt sich ja nicht. Bei dem bisschen Schmuck, den Mutti hat. Das wird sich jetzt ändern. Ich hab nämlich auch etwas Schönes für Mutti. Das ist ja interessant. Wo hast du dir das her? Aus dem Kaufhaus. Donnerwetter. Da kann ich ja mit meiner Kette einpacken. Aber Werner, die ist doch nicht echt. Aber, wäre gar nicht drauf gekommen. Sagen Sie, haben Sie in Ihrem Geschäft auch etwas, das so wunderschön funkelt? Nein, so etwas führen wir nicht. Na, siehst du? So was gibt's nicht überall. Ich habe Mutti etwas Echtes gekauft. Einen französischen Lippenstift. Ja. Farbe ist zwar nicht mein Geschmack, aber Mutti liebt ja so altmodische Töne. Ja gut, deinen Lippenstift kann sie ja nicht mehr benutzen. Ein Glück. Hast du schon das Geschenk? Ich hab etwas sehr Schönes, guck mal. Markus. Ah, du hast doch nichts gesehen, aber Werner. Nein, nein, nein. So, bitteschön. Herr Schumann, ich bedanke mich. Gut, ich danke auch. Komm dann vorbei. Gerne, Herr Schumann. Wiedersehen. Seid ihr mit euren Einkäufen fertig? Ich ja. Schön. Dann gehen wir da hüben. Parkhaus steht das Auto. Auf Wiedersehen. Und eine Empfehlung an die Frau gemacht. Danke, mach ich. Das heißt, lieber nichts, sonst ahnt sie etwas. Was erzählst du mir denn da? Ja. 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 Hast du wieder was rausgebaut? Hier hast du es